In diesem Video geht es um die 2D-Unterzugbemessung in Revit. Das ist ja unser 3D-System, was wir in den vorherigen Videos aufgebaut hatten. Da hatten wir im letzten Video hier das Subsystem gebildet und diese Decke als 2D-System berechnet. Nun können wir auch die Unterzüge zum Beispiel bemessen. Wir sehen hier nochmal den Sophistic Design Browser. In den vorherigen Videos hatten wir ja schon Stützenpositionen erstellt. Die sind hier zu sehen. Machen wir jetzt also weiter mit der Unterzug- oder Balkenbemessung. Man klickt da drauf und kann man die Unterzüge auswählen. Diesen wollen wir bemessen. Jetzt kriegen wir eine Übersicht vom System. Wir können hier jetzt eine Bemessungsposition eingeben. Ich sag mal U für Unterzug, E1, Decke über Erdgeschoss 1 beispielsweise. Dann bekommen wir hier auf dem Kartenreiter Analyse die angesetzten, die automatisch gesetzten Schnitte nach den Regeln der Kunst. Also beispielsweise hier in Rot kann man es erkennen, Anfang, Mitte und Ende des Trägers. Dazu dann die Auflager. Anschnitte kann man ja auch sehr schön in Rot erkennen. Ja, bis da hinten. Und auch automatisch gesetzt hat er die sogenannten Schubschnitte, also hier beispielsweise und dort. Das sind ja Schnitte, die gesetzt werden im Abstand der statischen Nutzhöhe des Balkens vom Auflager. Ja, hier hinten haben wir auch noch einen und dann dort an der Stelle. Was haben wir noch? Es geht weiter mit den Kombinationen. Auch diese sind wieder automatisch gebildet worden, also die GZT-Grundkombination, dann die quasi ständigen und die charakteristisch seltenen GZG-Kombinationen. Auch diese könnten Sie natürlich alternativ selber erstellen. Schauen wir hier rein. Es geht ein paar Dinge einzustellen für die Messung, zum Beispiel ob Stützmomente ausgerundet, umgelagert werden und so weiter. Dann hier zum Gebrauchstauglichkeitsnachweis. Wollen wir kriechen, schwinden, berücksichtigen? Ja, nein, gewöhnlich. Wir können auf erweitert selbstständig noch detaillierter auf die Werte eingreifen. Ich lasse mal gewöhnlich eingestellt. Er sagt, welche Lastkombination soll verwendet werden? Wir nehmen die GZG quasi ständige. Was ist die Belastungsdauer, also der Beta-Wert? Hier geht es ja um über diesen Nachweis der Begrenzung der Verformung mit direkter Berechnung, Kapitel 743 aus der Norm. Und dieser Beta-Wert, der ist ja entweder 1,0 für Kurzzeitbelastung oder 0,5 für Langzeitbelastung. Also lassen wir den mal für Langzeitbelastung eingestellt. Dann können wir sagen, soll der Nachweis der Rissbreite geführt werden und hier das WK einsetzen. Ich sage mal WK gleich 0,4 Millimeter. Und ja, dann lassen wir das Ganze berechnen. Da ist es auch schon. Wir bekommen den Ausdruck übersichtlich hier mit einer Systemansicht. Wir sehen den Querschnitt, die Materialien. Dann haben wir die Schnittgrößen aufgeführt nach den Lastfällen. G ist ja ständige Last, Q101 bis Q106, das sind eben diese schachbrettartigen Belastungsfälle. Wir sehen wieder in hellblau hervorgehoben, was die maßgebenden Schnittgrößenkombinationen sind. Die anderen, die nicht maßgebenden, sind hier ausgeblendet. Dann sehen wir den Schnittkraftverlauf, Momenten, Linie, hier Querkraftlinien. Wir bekommen eine Zusammenfassung der erforderlichen Bewährung, also 2,62 erforderlicher S für die Bügel, dann im Feld 9,42 und an der Stütze 8,13. Und diese erforderliche Bewährung aus dem GZT, also Tragfähigkeit, wird nun hier angesetzt für den Nachweis GZG. Das sind also die Eingangswerte, auch hier wieder die maßgebenden Schnittkraftkombinationen. Hier sehen wir schon, also es geht jetzt um GZG, ganz klar. Wir sehen auch hier wieder dann die quasi ständige Lastfallkombination. Hier die seltene, also das
MYED, seltene Lastfallkombinationen. Wir sehen die Begrenzung der Rissweite ohne direkte Berechnung. Hier sehen wir unser WK von 0,4, was ich eingestellt habe. Wir sehen die Grenzdurchmesser, der hier scheint am knappsten zu sein, vorhanden 10, zulässig 11,83 und dann kommt Kriechen und Schwinden mit den entsprechenden Durchbiegungen. Hier taucht auch der Faktor Beta 0,5 auf, den wir eben oben eingestellt haben als Langzeitbelastung und wir kriegen die Verformungsbilder. Ja, das war es schon in diesem Schnelldurchlauf für die Unterzugsbemessung oder Balkenbemessung. Hier sehen wir auch, dass hier übrigens auftaucht der Balken. Wir können den auch anzeigen lassen. Das ist Feld 1, das ist Feld 2. Und dann gehen wir im nächsten Video dann und schauen uns die Plattenbemessung an. Danke und bis dahin.